Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Plux Tale. Wir befinden uns jetzt im Kapitel 4, welches der Lehrling heißt. Und wir schauen mal, was es uns jetzt hier so erwartet. Das sieht ja echt malerisch alles aus, muss man sagen. Eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir das mal an. Sind, siehst du gleich eine. Wie cool ist das denn bitte da? Können auch hier runterlaufen, theoretisch. Naja, wollen wir jetzt nicht. Aber das sieht so ziemlich cool aus alles, ne? Also muss man sagen. Wir laufen hier. Ein bisschen schneller, ne? Noch rankommen. So. Amicia, da. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Oder sieht nicht mehr so gesund aus. Dem fehlt dir das Unterteil, würde ich sagen, oder? Okay. Uncool, also für die. Da. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Wir haben noch genug, okay. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Okay, wir müssen die Gegner ablenken. Kriegen wir hin? Ja, mit Stein. Ich hab da drüben was gehört. Noch können wir ja nicht gehen, er kann uns sehen, aber wir könnten gleich gehen, wenn er auf dem Rückweg ist, oder? Denke ich. Na los, begib dich auf den Rückweg, du Affe. Ach nichts. Okay, warte mal. Da können wir nicht ganz hinwerfen. Jetzt nochmal. Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Na warten. Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was ich genau er von uns will. Nicht. Diesmal hätte ich was finden. Okay, er ist ein bisschen aufgewühlt da hinten. Wie lenken wir ihn denn am besten ab? Ist die Frage, wie wir ihn ablenken. Ist hier irgendwas? Hier ist nicht wirklich was, ne? Nichts zum anderes zum Werfen. Okay. Kann man es hier hinten sehen? Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann von hier. Ah, ich habe eine Idee, warte mal. Jetzt wählen wir uns mal hier das Ding aus. Hier schnell vorbei. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Oh Mist. Müssen wir hier links schleichen jetzt. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Okay. Was heißt das, wenn ich jetzt drücke? Los, na gut. Nein, das war dumm. Da drüben. Hey,
Okay, das war dumm von mir. Das gebe ich zu. Ihr Monster, lass ihn in Ruhe! Also war sie doch. Das wird ein schneller Tod. Ja. Ja, ich hätte alles ablenken sollen. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem was dagegen schmeißen sollen, habe ich vergessen. Machen wir nochmal. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Okay, wir sehen ja, wohin soll. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Warten wir ganz kurz. Wenn er gleich zurück ist, dann schicken wir ihn los. Müsste ja klappen. Was war denn das? Los. Los geht's. Na gut. Perfekt. Na, nichts zu berichten. Ja, jetzt ich. Dann machen wir es anders. Statt nochmal Lärm zu machen, laufen wir, glaube ich, hier durch und verstecken uns dahinter. Gucken, ob da was passiert bei. Oder ob man es sieht. Ich glaube nicht. Perfekt. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Mal hier die Sachen einsammeln. Richtig viel kann ich nicht sehen. Nee, hier ist noch so ein Typ. Da können wir ja vielleicht den Topf da hinten hinwerfen. Machen wir mal. Hoffe ich, das klappt. Herr Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Popolgarde will ihn leben? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nikolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Okay. Die alle in eine Richtung, ne? Da sitzt ja jemand da oben auf dem Pferd drauf, oder? Ich weiß nicht, können wir einfach rüberschleichen? Anscheinend. Was ja sehr merkwürdig ist eigentlich, ne? Aber naja. Hier rein? Ne. Gucken die gar nicht hinter uns her? Ne, anscheinend nicht. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Kurz hier warten. Oh, ich bin echt ein bisschen erkältet. Das nervt ein bisschen, aber fühle mich trotzdem fit. Bloß eben Schnupfen und Husten, das ist echt das Blödeste, was es gibt irgendwie. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich ab und zu hier rumschnaufe und schniefe. Kann man es da sehen? Nö, ne? Ganz gutes Versteck. Können wir hochlaufen? Da ist noch einer. Ach Mist. Die hatte ich gar nicht gesehen. Shit. Müssen wir irgendwie ablenken. Bloß wie? Wie ist die Frage, ne? Wir müssen einmal warten, bis er zurückgeht da. Und dann werfen wir was hin. Los, geh.
aufnehmen hier? Weiter. Langsam. Ja. Na, das war wohl falscher Alarm. Trotzdem muss man ja sagen, dass die Leute sehr blöd sind, ne? So, können wir hier irgendwas basteln noch? Ja, uns fehlen noch ein paar Bänder. Wir können den Beutel machen. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Position zu schießen. Amiga tauscht die Munitionsfläche der Schleuder gegen ein größeres Stück Leder aus. Machen wir einfach mal. Einmal aufwerten. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay, hier können wir noch 10 Geschosse reintun. Und, okay, Rennen, Ausweichen machen, weniger lernen. Ist auch nicht schlecht. Was können wir hier machen? Okay. Lass mal weiter schleichen hier. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Was haben die denn verbrochen? Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden wahrscheinlich uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Hugo? Hugo, wo bist du? Wie läuft er denn weg? Hugo, das ist nicht lustig. Nicht mal ansatzweise. Warum läuft er weg, der Bengel? Hugo, wenn du nicht sofort herkommst, lasse ich dich allein zurück. Hier bin ich doch. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Dafür haben wir keine Zeit. Keine Spielchen mehr, verstanden? Tut mir leid. Sie sind hier. Mal unter uns. Der Großinquisitor. Glaubst du wirklich, dass er uns vor dem Biss bewahrt? Das ist ein Heiliger. Er wird uns retten. Sollen wir noch zum Haus umgehen? Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Alter, hat das Schwein dicke Klüten gehabt. Habt ihr das gesehen? Was für dicke Klüten das Ding hatte, ey. Ist hier was Wichtiges drin? Auf jeden Fall schon mal Materialien, was sehr cool ist. Den habe ich viel zu spät gesehen. Oh, sie sind überall. Naja, ihn können wir doch ablenken hiermit. Mit sowas da, oder? Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Hier müssen wir einfach nur aufpassen auf ihn hier. Nein, nichts. Gar nichts. In welche Richtung gucken die Leute da? Da liegt doch was, das würde ich gerne haben. Ich weiß nicht, was es ist. Könnt ihr das sehen? Da liegt doch was, aber was ist das? Probieren wir es mal. Ja, da unten kann es aber auch sehen, ne? Also müssen wir, glaube ich, hier erst rüber gehen. Das machen wir gleich. Wir warten aber kurz und dann gehen wir gleich da rüber. Also hinter dem hier. Und dann können wir, glaube ich, von da den ablenken und da hingehen und was holen, vielleicht. Kann ich ein bisschen.
Und lassen wir, dass er jetzt hier vorbeigelaufen ist? Oh. Okay, müssen wir schon warten. Na dann. Das versuchen wir gleich mal. Dafür müssen wir aber erstmal vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob ich beide ablenken kann gleichzeitig, aber ich glaube fast nicht. Im Gebüsch bleiben. War jetzt nicht so clever von mir, oder? Aber wenn er gleich zurückgeht, können wir vielleicht wieder vorwärts gehen. Mal gucken. Na gut. Nehmen oder auch nicht. Oder auch nicht. Hier haben wir die Sachen eingesammelt, weil die können wir immer gut gebrauchen. Ich wollte einmal kurz was schauen im Optionsmodus. Bei der Handy kommt mir das auch vor. Was ist denn? Was ist denn das überhaupt? Ah, es ist an den Seiten, dass es so verschwommen ist, ne? Ist eigentlich ganz cool, wenn es nicht verschwommen ist an den Seiten. Lass uns mal weg. Irgendwie klarer aus, alles kommt mir so vor. So. Ist aber auch viel warten und dann laufen, ne? Also. Okay, schon auch bei dem Rücken zu uns. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Was war das für ein Geräusch? Das Geräusch? Das sehe ich mir besser an. Nichts zu berichten. Ah, gut. Hat noch rausgekommen. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Gar nichts. Er schippt schon wieder da. Und der macht das. Ja, wenn da können wir, glaube ich, theoretisch einfach rüberlaufen, oder? Eventuell. Sieht so ein bisschen eng aus, aber ich glaube. Die trauen sich auch ganz schön viel zu, die beiden Kleinen hier, ne? Muss man auch mal sagen. Löcher da. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage, ne? Müssen wir da hinten runter? Da läuft ja noch einer. Weil die Tür sieht ja relativ zu aus, oder? Aber da vielleicht rein. Okay, das machen wir mal. Mal kurz gucken, ob die anderen gucken. Da geht keiner zu uns hier. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht.
Aber jetzt müssen wir hier rüber. Ich werde dir helfen. Na gut. Zug, was ist da los? Man weiß es nicht. Kann ich über die Mauer gucken? Nö. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ist er mit deinem Kopf? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Huckepack. Okay. Okay, laufen kann ich aber nicht mit ihm. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Hä? Sie fehlt mir. Sie geht aber extrem langsam. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren, wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Scheiße, der Junge ist wahrscheinlich die Heilung von dieser Pest. Weil er das überlebt hat oder so. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, müssen wir schon aufpassen. Ah, oh, es ist ein Seil. Hier, nein, auf, die Fackel, zur Fackel rüber. Schnell. Schnell, geh da hin. Geh zur Fackel, Leute. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie okay. können uns nicht erreichen. Dann los, ein paar gehen Ratten. Wir. Wir dürfen nur nicht in den Sumpf gehen. Hier, wir brauchen Feuer. Wir müssen hier raus. Da können wir auch nicht längst, okay. Anisha, da oben ist Feuer. Los, komm. Oh oh. Die Fackeln, die sind weg, Alter. Komm schon, schneller. Okay, Licht mögen sie also gar nicht. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja, gut. Das sind auch echt eklig, diese Ratten, ne? Also, ich meine, die sind auch geil gemacht, so diese Massen an Ratten. Finde ich ziemlich cool gemacht. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ah, warte, ich habe eine Idee. Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Ein bisschen eklig ist es schon. Also zu der Zeit, wo die Pest da war, möchten wir auch nicht gelebt haben, oder? Ist ja auch richtig grässlich, boah. Ja. Gehen wir. Ja. Aber wo längs? Warte mal, geh einfach zur Kiste hier. Dann haben wir zu viel. Aber wo können wir denn hin? Ah. Wir müssen da hinten hoch wahrscheinlich. Warte mal. Können wir auch laufen mit der Fackel? Nochmal. Nee. Wir müssen da hoch, ne?
Oh. Alter Schwede, oder? Jetzt die Frage, wo wir das nicht geschafft haben. Also fangen wir wieder hier an. Dieser Schlamm, da kommen wir nie durch. Ach, mein Gott. Wir gehen jetzt hier rüber. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet, wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube auch, dass ich theoretisch diese Fackel nehmen kann. Wir müssen hier nochmal aufmachen, was kann man, dass wir die Sachen jetzt nicht mehr haben. Mal kurz auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit diesem Ding auch einfach hier vorne schon hingehen kann. Und dann gehen wir ab hier erst hoch, oder? Geht das hier auch? Guck mal. Gehen wir vor. Warum ist der nächste Haufen? Los, nochmal. Sind wir schon ein paar Sachen einsammeln wieder? Okay. Den schieben wir jetzt einfach, ne? Hilf mir beim Schieben! Ja! Guckt euch mal an, wie viele Schweine hier liegen. Fast geschafft! Amicia! Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Bitte sag nicht, du kannst nicht mehr. Reden! Schieben! Mann, du schaffst das, Junge. Ich glaube an dich. Geschafft! Wir haben es geschafft! Und hier gibt es keine Ratten mehr. Wenn es nicht Laurentius ist, hast du das bedacht? Tut mir leid. Kann man aufmachen hier? Lea, das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Armes Pferd. Du hast mal alles abgerasen hier. Irgendwas gibt, was wir uns einverleiben können. Beim Pferd wahrscheinlich nicht mehr, ne? Drüben? Auch nicht. Okay, lass mal nach oben gehen. Kletter hoch. Den Lorenzo werden wir wahrscheinlich auch finden gleich. Hoffe ich zumindest. Wäre ja sonst blöd, wenn nicht, ne? Da. Nehmen wir mal mit. Wir müssen auf jeden Fall die Tasche vergrößern, dass wir mal. Dach rauf. Okay, man kann hier aufs Dach rauf. Warum kann man hier aufs Dach rauf? Das soll irgendeinen Nutzen haben, oder? Hätte ich jetzt gedacht. War das aber nicht. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Hier ist runter. Ja, du sollst nicht stecken, du sollst runtergehen. Natürlich. Da ist eine Luke da unten, ne? Aber die kann man die eigentlich nicht aufmachen wahrscheinlich, oder? Und wir gucken mal. Obwohl vielleicht nicht so gut ist, da runter zu gehen, wenn man weiß, dass überall Ratten sind, macht es natürlich nicht so viel Sinn. Lass mal auf den Hof gucken, ob wir da vielleicht den Lorenzi in seinem Häuschen finden. Geh mal da rüben hin, da leuchtet zumindest was durch die Ritzen von der Tür. Das blinkt auch, das heißt, wir können auch rein. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Hallo, du braves Pferd. Oh, hallo. Oh, du lebst keine hier schöne Nacht, um tut draußen mir zu leid sein, was? Wegen deiner Freunde.
Wie nett von ihm. Der Karren, mit dem kann man schon irgendwas machen. Verschlossen. Halt. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Sehr gut. Gut. Mal gucken, was wir jetzt noch machen können. Komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Hier fehlt uns noch was. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Wir hören was, wir sehen nichts. Jetzt haben wir was zu essen hier. Vielleicht liegt da oben irgendwo. Gucken wir mal oben. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber... Seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich. Aber chaotisch, die Inquisition jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Dem was? Ignifer? Was ist das denn? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Ich hab gerade weggeschubst. Da wartest du. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Ich weiß auch wie. Die Schinden. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schon in Ordnung. Los. So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Okay. Wir brauchen noch Fleisch. Tot oder lebendig. Okay. Ah, guck mal, unser Werkzeug. Das heißt, wir können gleich doch was bauen. Genau, ich wollte gerade sagen, wie wär's, wenn wir das Pferd holen und da reinschieben? Oder ein Schwein? Eins von beiden.
kann ich auch nichts werfen. Okay, was soll man da machen? Fleisch. Hier. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Ah, okay. Ah, okay, cleveres Ding. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Okay, ich glaube, er weiß nicht, dass wir damit eigentlich ihn zum Futter verarbeiten. Der gute Hugo. So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit, gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Hier ist die Leiter, okay. Komm, hoch mit dir. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Okay, siehst du, jetzt kommt die Luke doch wieder ins Spiel. Gehen wir noch runter. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Hab ich doch bei dir. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst das Ignifer herstellen. Halte RB gedrückt, um das Ausgangsmenü aufzurufen. So, es ist... Treffen! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay. Wow! Oh! Es macht Feuer! Das ist natürlich ziemlich cool. Ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Okay, haben wir gemacht. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Los, kletter hoch. Kletter hoch. Das sind ganz schön viele. Dann müssen wir was herstellen wieder, ne? Ich bahne uns einen Weg. Oh, das Ding nicht getroffen. Scheiße. Oh. Kommt. Das war ja blöd. In Ordnung. Ein Geschoss verballert, weil sie an der Kante stand. Los, komm. Das war wirklich blöd. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich
wollte dir nur sagen, dass es mir... Oh nein! Amicia! Die Ratten! Die Lichter sind aus! Nein! Nein! Oh oh. Lukas, warte! Destillierfeld! Das hätte er nicht überlebt haben, der gute Mann. Weg, jetzt. Meister. Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Pferd! Wir müssen hier weg! Wir go! Lukas! Einfach hinterherlaufen! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Okay, hier hat er es verloren. Sie sind umzingelt! Wohin jetzt? Wohin? Da! Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Amicia, ja, die Windmühle steht fast in Flammen. So soll es gehen. Lukas, hier entlang! Nein! Lauft! Nein. Lauft! Es passiert schon wieder! Wie viele Ratten da rauskommen, oder? Schau ich das mal an. Ah, die hatten mich doch fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Cool, cool. Kapitel 5. Die Beute der Raben. Er ist kaputt. Klar. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Makula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Makula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Wo sind wir gelandet? Hugo, wach auf. Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Perfekt. Und genau hier machen wir die Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.